zu so einer Bude, erzähl gleich mal heute. Juche Eurasser. Guten Abend. Ja, Wölfi. Ja, wunderschönen guten Abend. Ah, da ist er. Hi. Grüß dich. Wie geht's? Ja, wie es mir geht. Also sagen wir mal so, ich musste mir mal wieder über einige Sachen klar werden. Okay. Und das ist halt, ne, manchmal braucht man eine Zeit lang, die brauche ich auch immer, wenn ich mal runterkomme und dann sehe, wo ich mich eigentlich gefunden habe. Natürlich muss ich dazu sagen, ja, du hast ganz recht, ich bin loyal bis zuletzt. Ja, das bin ich nun mal. Ja. Und das hätte ich für jeden getan, was ich da gemacht habe. Ja, ich weiß. Aber die Waffen waren unfair. Ja, ja. Ich guck mal, ich glaube auch nicht, dass die dich benutzt haben. Ich glaube schon, dass das auch eine echte Freundschaft gewesen ist. Das, was die Sache so unsympathisch macht, das ist der Abgang, weißt du, dass die sich tatsächlich von jetzt auf gleich um 180 Grad drehen und dir volles Rohr in die Schnauze hauen. Und das ist der Punkt, was man nicht macht. Ja, ich meine, guck mal, das ist ja das Merkwürdige. Schon ein ganzes Jahr, bevor das so weit gekommen ist, hast du das immer wieder gesagt, dass es genauso kommen wird. Du hast recht gehabt, mit allem. Der Rest wird auch kommen, so wie ich gesagt habe. Das wird auch noch kommen, das weiß ich, dass es kommen wird. Deswegen, ich bin froh, auf der einen Seite, dass ich wach geworden bin, auch wenn es brutal ist. Und aber auf der anderen Seite, sag ich mal so, den anderen wünsche ich noch viel Spaß in der Hölle. Aber mal eine andere Sache, mal privat, wenn du drüber quatschen willst. Du bist noch in Behandlung. Ja. Hast du dir mal, ich meine, ich habe das jetzt mit mehreren Leuten, wir haben es mehrfach ja auch gesagt, wäre das für dich vielleicht eine Option, mal so eine betreute Geschichte, irgendwie, was weiß ich, Zimmer oder so ein Scheiß? Also pass auf, ich muss das dazu erklären. Ich habe damals versucht, eine tiefenpsychologische Betreuung bzw. Behandlung zu bekommen. Die hat man mir aber damals verweigert. Und dann habe ich mir das alles, was ich mir in 10 Jahren aufgebaut hatte und was funktioniert hat, das ist natürlich durch den ganzen Scheiß kaputt gegangen. Ja. Und das ist die Sache, ich habe das nicht mehr gesehen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mehr klarkomme. Aber in Zukunft steht für mich fest, ich werde mich in keinerlei Beef machen. Wenn schon jemand unbedingt Beef haben soll und möchte, dann soll er ihn machen, aber ohne mich. Das war nicht meine Frage. Also ich habe ja mal gesagt, du gehörst normalerweise in so eine Einrichtung betreutes Wohnen. Das heißt offenes Haus, jeder hat sein Zimmer, sowas. Ich habe ja eine stetige Betreuung, die habe ich. Die habe ich mir selber genommen, ja. Das war damals die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und ich bin auch weiterhin unter Betreuung. Mhm. So habe ich eine freiwillige Betreuung, ne? Also jemand, der... Aber du hast ja jetzt ein Wohnsitzproblem demnächst, ne? Also ja, ich habe einen Wohnsitz und ich habe auch bald einen neuen Wohnsitz. Ja, dann ist schon okay, alles klar. Nur der wird nicht mehr ins Internet reinkommen, macht das alles ein bisschen anders demnächst. Das ist nicht dumm, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Ich weiß auf jeden Fall eines, dass ich, wie gesagt, mich in Zukunft von jeglicher Art von Beef... Es sei denn, es geht wirklich um meine Familie oder wirklich, wo ich sagen kann, ein 1000-prozentiger Freund, der Probleme hat, da bin ich immer zur Stelle. Aber pass auf, während wir jetzt hier quatschen, gib mir nochmal 10 Sekunden, während wir hier quatschen, mal plus, wer findet gut, dass wir jetzt miteinander quatschen, wer findet das scheiße, drückt mal ein Minus, einfach mal so tendenziell. Einfach mal so gucken, wieso das Feedback ist. Weil guck mal, du bist bei den meisten Leuten, ne, bist du noch gar nicht mal so verhasst, wie du manchmal gemeint hast, glaube ich jedenfalls. Ja. Also ich muss das einmal an die Leute. Ich meine, okay, ich muss dazu ja sagen. Wie gesagt, ich bin ja jetzt ein bisschen runter und fliege nicht mehr 800 Kilometer weiter oben und ich raffe das ja auch. Ich meine, okay, was ich tatsächlich zugeben muss, das hat Kiki mir ja auch gesagt und hatte so recht. Durch den ganzen Scheißdreck, wo ich mich hier reingesteigert habe, das habe ich ja nicht mehr mitbekommen, habe ich natürlich meinen Hund. Natürlich ist er trotzdem rausgekommen, aber ich habe ihm weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Das muss ich zugeben. Das habe ich getan. Dafür muss ich mir auch einen reinlauen lassen. Wenn jemand da aus dem Tierwohl heraus meinte, was zu sagen, okay. Da muss ich mich aber auch trotz all dem, muss ich die Eier haben, und die habe ich definitiv, dass ich mich bei den Leuten, die ich dafür angemacht habe, dass sie mich angemacht haben, weil sie hatten recht, muss ich mich entschuldigen. Hm. Ja? Und das andere Ding ist halt, ich meine...
Wir beiden, wir gehen vernünftig miteinander um. Wir werden garantiert nicht so Freunde, aber wir gehen vernünftig miteinander um. Und das ist die Hauptsache. Und so wie mit jemandem auch. Ja. So, ich meine Respekt vor Respekt und das ist für mich das Allerwichtigste. Ja und nochmal, es gibt ja keinen sozialen Status, dass ich sage, der ist bekloppt oder der stinkt oder das ist ein Assi. Das haben wir uns alles im Streit, das haben wir uns im Streit an den Kopf geworfen, aber das ist ja nicht mein normaler Umgang mit Menschen. Ach Mann, Alter, wenn du zu mir jetzt sagst, Dispool, Alter, sehe ich das ganz anders auch, als wenn du das im Ernst gesagt hast. Du Arsch, normalerweise krieg ich da Kohle für, du hast mir die Idee noch geklaut. Ich habe ja auch kein gutes Haar an dir gelassen. Ich habe dir auch einige Sachen an den Kopf geworfen. Aber ich habe noch genug. Wir beiden waren im Krieg und dann draufgeschissen. Ich habe auch noch genug Haare, mein Freund. Übrigens, kein einziges Minus, ne? Kein einziger mit Minus. Wow. Danke. Waren jetzt auch nicht so viele Plus, aber kein einziges Minus. Also immerhin, ne? Also ich sag mal, und die andere Geschichte, ich meine, da hast du schon vollkommen recht. Ich meine, wie kann man sich so. Ne, aber gut, es sind andere Menschen und ich hätte von Anfang an damit rechnen müssen, dass es so kommt. Habe ich natürlich nicht, weil ich auch ein bisschen blind gewesen bin. Es tut mir natürlich trotz alledem leid, da irgendwo, dass es so gekommen ist. Aber ich meine, ich hab nicht angefangen, mit linken Sachen zu werfen. Das waren andere. Ich auch nicht. Also ich habe mich genauso gewehrt, wie ich es heute auch tun würde. Ja, und ich meine. Weil guck mal, du warst ja auch der Einzige, der Eier hatte, der gesagt hat, weißt du was, gar nicht labern kommen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie ernst du das gemeint hast, aber ich habe das zu der Zeit schon ziemlich ernst. Ich hab das verdammt ernst gemeint. Ich auch. Also wie gesagt, das wäre nicht gut. Das wäre kein. Das war nicht gut. Gut, dass wir das nicht gemacht haben. Nee, gut, dass es nicht so weit gekommen ist. Das hätte wir nicht geknallt auf jeden Fall. Ich habe rausgelernt, du hoffentlich auch. Vor allen Dingen ist die ganze Scheiße gar nicht wert gewesen, wenn man mal ehrlich ist. Ach, ist es auch nicht. Wenn man im Nachhinein betrachtet, war das alles nicht wert. Ja, ist so, ja. Ja, Dicker, ich drück auf jeden Fall die Daumen, ganz ehrlich. Ja, ne? Dass du ein bisschen Bodensatz kriegst, dass du mal ein bisschen runterkommst. Ja. Und diesen ganzen Liebesscheiß, ey, lass den aus dem Netz, okay? Regel das irgendwie anders und gut ist. Nein, das hat im Netz auch nichts mehr zu suchen, da drauf geschissen, Alter. Ich bin abgedreht, ich bin volle Kanne, da habe ich meine Kontrolle verloren. Wir haben das geklärt, wir machen das, wenn überhaupt irgendwas ist, dann das so nicht mehr hier. Nee. Sehr gut, guter Plan. Alles gut. Guter Plan. Wenn du mal wieder in der Ecke bist, gehen wir mal bei Kirsche Pommes essen. Ja, bestimmt, Alter. Dann wird er abends sitzen und sagen, ich glaube gar nicht, was heute passiert. Der Knacki war da und einer, der sah aus wie der Schärpe, der hat sich verkleidet. Ja, genau. Ich muss dazu noch eine Sache sagen, Leute. Ich wollte garantiert nicht den Laden da schädigen. Aber wenn dieser Hampelmann dann. Warte mal. Hast du wirklich die Bewertung geschrieben? Ja, habe ich. Ach, warum machst du denn so einen Scheiß jetzt mal ohne Mist? Ja, das war eine Schuld, die ich bezahlen musste. Ich kann dir ja nichts anderes dazu sagen, aber ich habe mich da fangen lassen, es war eine dumme Idee. Ganz, ganz dumme Idee. Ja. Ich habe vorhin reingesagt, ich lasse das lieber, nein, du musst das machen, habe ich dann gemacht und das war für den Arsch. Also, Alter. Ich wollte eigentlich ihm noch was an die Karre hauen, aber nicht dem Typen da von dem Laden. Deswegen habe ich den Scheiß auch wieder gelöscht. Also, ich kann dir eins sagen, jetzt ohne Scheiß. Ich meine, der Typ ist wirklich irre, ne? Aber ich wette, du gehst dahin und danach sagst du, der ist irre, aber scheißegal. Das ist halt so. Ja, wie soll ich schon? Ich meine, ganz ehrlich, Kiki hat mich, was das betrifft, auch um einige Sachen runtergebracht. Ich meine, wir haben uns nichts geschenkt. Trotzdem weiß er ganz genau, was er getan hat. Und diese Nummer, die vergesse ich immer nicht. Aber ansonsten, du hast recht, das ist ein Irrer. Und du musst es, schau mal, mir eine ganz wichtige Sache, das kannst du vielleicht von mir lernen. Also, es geht nicht darum, Kriege zu gewinnen. Es geht darum, dir selber zu verzeihen. Es geht nicht darum, den anderen zu verzeihen. Es geht darum, dass du für dich sagst, ist gut jetzt. Mir reicht auch, vollkommen, mir reicht auch. Ich will auch von dem Scheiß nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Na gut. Das machen jetzt andere. Deswegen, er soll nur mal einen Namen aus seiner Fresse lassen, dann ist der Rest egal. Der kann da Leben machen, Fressen, ist mir scheißegal. Ja gut. Na? Es geht mir darum, dass er mich in Ruhe lässt und gut ist. Ja, da haben alle am besten, ne, wenn wir uns alle gegenseitig ein bisschen respektieren und in Ruhe lassen, könnte ein schickes Jahr werden, ne? Ja, auf jeden Fall, dann geben wir das Beste. Alles klar, Volker, ich danke dir. Dicker, ich danke dir. Tschüssi. Ja, ciao.